Und wieder zurück zu Zelda A Link to the Past. Wir haben das letzte Mal die Folge hier im verbotenen Wald beendet. Und schon springen wir in ein Loch im Boden. Und wir entdecken auch prompt ein Herzteil und haben eins mehr. Wie viele haben wir? 2, 4, 6, 8, 9, soweit ich das richtig sehe. Ich glaube, das ist momentan auch die Maximalanzahl, die wir kriegen, da wir aktuell nicht in der Lage sind, noch wirklich viel mehr zu grasen. Nein, du sollst verschwinden, Vogel. Die haben mich auch immer ziemlich aufgeregt, weil die treffen einen und dann verpissen sie sich. Allerdings finden wir hier noch was Nützliches, und zwar einen fauligen Pilz. Falls ihr das Spiel nicht gespielt habt, werdet ihr jetzt natürlich noch nicht wissen, wofür man den braucht, aber er spielt durchaus eine wichtige Rolle. Eventuell, in diesem Part finden wir auch noch heraus, wozu dieser Pilz gut ist. Und nun bewegen wir uns auf den Sockel des Masterschwerts zu. Eigentlich ziemlich schöne Gegend hier. Und nun sehen wir das Amulett des Mutes, der Weisheit und der Kraft. Ja, und wir haben tatsächlich das Masterschwert rausgezogen. Link, ich bin es, Sahasrara. Ich kann es kaum glauben, wie auch immer der zu uns spricht, dass du tatsächlich das Masterschwert errungen hast. Ich glaube, dass du mit diesem glänzenden Schwert die böse Macht des Zauberers niederschmettern kannst. Das Schicksal dieses Landes liegt in deinen Händen. Ich habe Vertrauen in dich. Ja, natürlich liegt in den Händen einer Person das Schicksal eines ganzen Landes. Ist natürlich in fast jedem Spiel so. Link, Hilfe! Die Burgwachen dringen in die Kathedrale ein. Ah! Das war jetzt Prinzessin Zelda. Und anscheinend konnte der Priester sie nicht gut genug verstecken. So, die Besonderheit des Masterschwertes und jedes folgenden ist es, dass... Ja, den brauchen wir nicht nochmal. Dass bei voller Lebenszahl eine Wirbelwindklinge aus der ursprünglichen entsteht. Wenn wir nur ein halbes Leben wegkriegen, ist diese Fertigkeit verwirkt. Also, wir müssen wirklich komplett volle Leben haben. Ich persönlich finde diese Eigenschaft manchmal ganz gut, aber irgendwie neige ich dazu, sie doch eher nicht zu mögen, weil wenn man gegen starke Gegner kämpft, dann... Naja, dann zählt eher dieser Wirbelschlag und der ist nur halb so stark wie dieser normale und da muss man dementsprechend viel öfter noch draufhauen. Deswegen, das ist nicht so toll. So, ach ja, wir wollten ja zur Kathedrale. Schon fast übersehen. So, nun da rein. Und der Priester liegt da. Na, ist er schon tot? Nein. Link, du kommst eine Sekunde zu spät. Ich konnte es nicht verhindern. Zelda, die Soldaten haben sie entführt. Sie brachten sie ganz oben in den Burgturm. Du musst sie finden, bevor der Zauberer seine Magie gegen sie anwendet. Bitte, du bist unsere einzige Hoffnung. Ja, der ist jetzt erstmal von uns gegangen. Aber die Prinzessin ist wichtiger, deswegen der Priester ist uninteressant. Kollateralschaden. So, hier können wir übrigens auch rein. Und zwar können wir jetzt ein Grab plündern. Na? Ach ja, das ging so. Genau. Und zwar kommen wir jetzt dahin, wo wir fast am Anfang des Spiels waren. Oder besser gesagt, wir waren da am Anfang des Spiels. Und hier ist die zweite Möglichkeit, die ich vorher ansprach. Obwohl das jetzt auch schon länger her ist. Man kann auch die Wände einrennen mit den 7-Meilen-Stiefeln. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass man so einen großen Spalt hat und nicht nur so einen kleinen. Ich werde die Truhe hier in der Mitte nicht öffnen, weil ich weiß, dass da 300 Rubine drin sind und das wäre jetzt schon ziemlich eine Verschwendung. Deshalb lasse ich die jetzt einfach mal unberührt. So. Natürlich müssen wir jetzt den gleichen Weg nochmal gehen, das geht aber ziemlich schnell eigentlich. So, wieder nette Ratten. Ja, tschüss. Ja, die interessieren uns jetzt nicht, auch wenn sie Geld geben. Und der gibt uns ganz gut. So, wir nehmen wieder den rechten Schalter. Und ich frage mich jetzt, wer das Podest da wegzieht. Aber solange das passiert, wollen wir uns nicht beklagen. So.
wieder ab in die Freiheit. Ich glaube sogar, es gibt eine Möglichkeit, das habe ich irgendwie herausgefunden. Wie ging das nochmal? Nein, doch noch nicht, aber wir werden später darauf zurückkommen, was ich meinte. Aktuell ist es nur verwirrend, aber egal. So, nun werden wir zu einer, ja, Kräuterhexe gehen. Ich denke mal, das kann man so sagen. Und zwar wird die uns dann anschließend, oder besser gesagt, die interessiert sich für unseren Pilz, den wir eben gefunden haben in dem Wald. Oh, shit, nett. So. Der Duft von verfaulten Früchten. Gib mir den Pilz für mein Gebräu. So. Hihi, danke, junger Mann. Geh gleich mal in den Magieshop, dann bekommst du etwas Gutes. Wenn wir jetzt direkt da reingehen, dann kriegen wir irgendwie gar nichts. Deswegen müssen wir einmal aus dem Screen raus. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie weit. Ich gehe jetzt einfach mal bis hier, schlage hier was kaputt und jetzt schalten wir auf dem Weg. So, und wieder zurück. So, jetzt ist das Viech natürlich auch wieder da. Das ist aber uninteressant. Und wir gehen jetzt einfach mal ins Hexenhäuschen. Und wir kriegen jetzt ein Zauberpulver. Und zwar ist jetzt die Sache, dass diese seltsamen Viecher in dem Palast die Mana und Leben abziehen. Wenn wir das da drauf streuen, dann verwandeln die sich in Feen. Das ist ganz nützlich. Und wir werden, denke ich mal, ja, werden wir durchaus unser erstes Elixier kaufen. So, das Elixier bewirkt, dass wir gesamte Lebensenergie sowie unsere gesamten Mana-Vorrat wieder auffrischen. Deswegen kostet es logischerweise auch am meisten, aber ich kaufe nur das Zeug, auch wenn es am teuersten ist. Wahrscheinlich brauche ich jetzt noch nicht mal das Mana, deswegen hätte ich mir das auch teilweise sparen können. Aber momentan haben wir genug Geld und deswegen sollte das schon so in Ordnung gehen. So, hier sind wir jetzt in einer netten Gegend. Und zwar, oh, diese Krabben hauen richtig rein, wenn die eintreffen. Ich werde das jetzt garantiert wieder zeigen. Nein, doch nicht. So, hier sind wir in Zoras Gegend. Ja, die kann man schnell weghauen. Ui. So. Hier kriegen wir die Flossen her, weil sich anscheinend bei Links Erziehung nicht darum gekümmert würde, dass er schwimmen kann. Warum auch immer. Naja, jetzt müssen wir das für ihn übernehmen, dass er schwimmen lernen kann. So, ich glaube, es war hier lang. Ja, genau. So. Immer weiter. Und jetzt sollte gleich was passieren. Ja. Der Boden bebt. So, und ein riesiger Zora. Hoho, was willst du von mir? Ich möchte Schwimmflossen. Hoho, ich habe nichts zu verschenken. Schwimmflossen kosten 500 Rubine, das Paar. Willst du sie haben? Ja. Ich habe mir auch gerade bewusst... Hoho, hier sind deine Flossen. Außerdem gestatte ich dir, Zoras Wasserwege zu benutzen. Alle Seen und Flüsse sind miteinander verbunden. Tauche in die Strudel ein. Wo du allerdings dann landest, musst du selbst herausfinden. Hohoho. Ich habe gerade bewusst nur ein Super Elixier gekauft, weil... Ihr seht ja, ich habe nur noch 121 Rubine und das nächste hätte 160 gekostet. Das heißt, ich hätte auf die Flossen verzichten müssen. Du hast sowas Flossen gekauft. Mit diesen kannst du sogar im tiefen Gewässer schwimmen. Das ist außerdem das teuerste Item im Spiel. Es gibt nichts, was noch teurer ist. Danach kommt, glaube ich, schon das Lebenselixier. Die Flasche hat ja nur 100 gekostet. Aber wir entdecken hier auch gleich ein Herzteil. Insgesamt müssten wir jetzt 9 schon haben, tatsächlich von 24. Also schon beinahe die Hälfte. Es geht ja ziemlich schnell. Ja, nett, dass du auch wieder hier erscheinst. Tschüss. Ich finde es lustig, wie man die hier so weghauen kann. So, und wieder nach unten. Und jetzt gibt es ein... Ja, soll man es Geheimgang nennen? Ja, eigentlich schon. Weil wer soll wissen, dass man hier in einen Wasserfall reinschwimmen kann? Na, hier nicht. Da. So, und zwar befinden wir uns jetzt an dem Brunnen der Wunder. Wirf etwas hinein und Wunder werden geschehen. Ich werfe etwas. Ich könnte jetzt das Schild reinschmeißen und würde dann das zweite bekommen. Aber da ich ja gesagt habe, dass ich mit der
niedrigsten Ausrüstung das Spiel durchspielen will, um es mir selbst ein bisschen schwerer zu machen, werde ich das nicht tun. Wir hätten dann ein rotes Schild, das ist etwas größer und wehrt Feuerbälle ab, aber wir behalten das Blau-Kleine. Was ich aber nehme, ist der Bumerang, denn ich glaube, wir brauchen sogar teilweise zwingend den roten, weil der blaue nur über den halben Bildschirm geht, der rote aber über den gesamten. Hast du das geworfen? Ja. Wenigstens bist du ehrlich, das mag ich. Dafür schenke ich dir etwas Besseres. Das freut uns natürlich und wir kriegen den Zauberbumerang. Er lässt sich schneller werfen und reicht weiter. Das war mehr oder weniger alles auch schon. Den werde ich auch gleich mal zeigen. Nein, Bomben wollte ich jetzt eigentlich nicht demonstrieren. So, warum? Oh mein Gott, das war dumm. Ja, aber werf ihn doch. Hallo? Warum hat er ihn gerade nicht geworfen? Ich habe genau die gleiche Taste gedrückt. Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, egal. So, dafür ist zum Beispiel dieser Wirbel, diese Wirbelattacke ganz praktisch. Jetzt geht's komisch. Gerade ging es nicht. Aber ich habe ja schon gerade erwähnt, ja toll, warum ich sie nicht so mag. Ansonsten ist sie ganz okay. Ich mag es lieber, wenn ich ein halbes Leben weg habe, so komisch das auch klingt, denn dann ist die Wirbelattacke weg. Und ich habe nicht dieses Komische davor. So. Wir nehmen noch den Stein, ziehen wir den über den Schädel. Da ist von Pfeile droppen lassen, aber wir haben 30 und ist. So. Nun haben wir eigentlich alle Utensilien, die wir erstmal brauchen. Ich glaube, wir kriegen auch keine Herzteile aktuell, die wir noch einsammeln könnten. Deswegen würde ich sagen, bis dahin, ciao.